Guten Tag, meine Lieben, auf ein neues. Und zwar heute ist der Widder-Vollmond. Widder-Vollmond, was für eine kraftvolle Schwingung. Es ist die Lungenenergie. Wie ihr wisst, diejenigen, die dem Mond folgen, die sich mit dem Mond einstimmen auf die vom Mond vorgegebene kosmische Symphonie der Schöpfung. Schaut mal, wie schön die Sonne gerade drauf scheint, hier auf mein Hauptwerk, der Mond und der Kosmik der Schöpfung. Manifestiere die Wahrheit, die Bibel. Und da habt ihr ja immer alle Informationen drin, alles, über was ich spreche, über was ich schreibe und überhaupt alles. Also aus diesem Buch, ohne Übertreibung kann man wirklich, ohne Untertreibung, Übertreibung, kann man alles aus diesem Buch ableiten. Also wenn man das Buch wirklich lebt. Und darauf kommt es natürlich drauf an, dass es nicht einfach nur im Bücherschrank steht. Dann könnt ihr wirklich alles aus diesem Buch ableiten, wenn ihr täglich in dem Buch, wirklich mit dem Buch lebt. Und wie gesagt, heute, das gibt euch meine App Lunagen Mond und Gesundheit. Die gibt euch an, wo steht der Mond. Und die hat auch die Originalabbildung aus diesem wunderbaren Buch. Gehen wir doch gleich mal hin. Heute zu der Tagesenergie. Das ist die Lungenenergie. Wie gesagt, der weiße Bereich, ich habe heute Morgen auch natürlich schon hier meinen Stern angemalt. Wir sind also jetzt im Entfaltungszyklus, sind wir jetzt hier mit der Vollmondkraft. Das schreibe ich mir dann auch immer hin, der weiße Bereich. Also ich male das dann auch wirklich weiß an. Ich lasse es nicht einfach nur so, es ist ja theoretisch schon weiß, sondern es ist einfach für dieses Bewusstsein, zeichne ich es mit aus der Leberenergie. Und die Stromverläufe sehen wir uns dann gleich an im Buch und in der App habt ihr sie ja auch. Aus der Leberenergie ziehen wir also die Gerade weiter nach unten. Die Leberenergie ist ja der aufsteigende Strom, erinnert euch, der übernimmt die Leberenergie. Schauen wir es uns doch gerade mal noch mal kurz an, hier im Hauptwerk, der Mond und der kosmische Körper der Schöpfung. Hier haben wir die Leberenergie. Seht ihr den Stromverlauf? Die Leberenergie ist ja dieser kraftvolle aus den Zehen, weil Wasserstrom, alle Wasserströme, erinnert euch, strömen aus den Zehen. Ich zeige es euch gerade noch mal. Ihr habt ja diese ganzen wunderbaren Abbildungen alle in diesem Buch drin. 84 Abbildungen, farbige mit Ausklappseite und allem drum und dran. Ja, hier habt ihr alle 12 Organströme einmal als Gesamt, weil es ist ja in Wahrheit ein großer Strom, der sich 12-mal unterteilt. Die 3 mal 4 gleich 12, die berühmte. Erinnert ihr euch noch an den letzten Sonntag, war es, glaube ich, da bin ich live gegangen, wo in der Morgenmeditation die Vögel an mir vorbeiflogen, in genau dieser Konstellation. 4 Dreiergrüppchen, unglaublich, unglaublich. Und danach kamen dann nochmal die 4 Vögel, also der gesamte Schöpfungskult. Das ist einfach so faszinierend. Ja, und jeder dieser Elementegruppen hat natürlich eine, sagen wir mal, Kollektivbedeutung für das Element selbst. Und dann natürlich jeder Organstrom für sich nochmal seine spezielle Bedeutung. Und das ist es, was das Wissen um Leben, um den Kosmos ist, weil das ist das, was dich ausmacht, was die Natur ausmacht. Es gibt außer diesen 12 kosmischen Kräften nichts in diesem Kosmos. So seltsam es sich anhören mag, ist alles ein Produkt, ein Zusammenspiel, ein Zusammenwirken, ein sich aus diesem Zusammenwirken ergebendes Spiel des Lebens. Du selbst bist dieses Spiel und jeder Mensch wird ja geboren durch eine bestimmte Konstellation, wo bestimmte Kräfte eben mehr wirken als die anderen. Da will ich auch gerade nochmal sagen, ich habe ja kurz einen Post gemacht über die 8. Es gibt nicht so etwas wie gute und schlechte Zahlen, aber es gibt Zahlen, die mit bestimmten Zahlen mehr kompatibel sind als mit anderen. Und das ist das, was ich sagen wollte. Zum Beispiel, also ich spreche jetzt wieder, ihr seht, ich springe die ganze Zeit, aber schlussendlich ist eben immer alles eins. Von den Seelenzahlen. Es ging da spezifisch um die 8 und eine 8, die passt zum Beispiel wunderbar zu 4, weil es ist ja auch die doppelte 4, obwohl einige Numerologen sagen, das ist eine happige Kombination ist. Ich sehe das nicht so, aber wenn die mit der 5 zusammen ist zum Beispiel, die 8 und die 5 oder die 4 und die 5, dann ist es wirklich eine ganz gegenteilige, sagen wir mal, Aussage, weil die 5 eben diese enorme Flexibilität und Freiheit hat. Die 5, die zieht ihre Kraft aus der Freiheit, während die 8 zieht ihre Kraft aus dem Halten, also aus dem praktisch schon wie oben, wie unten, also oben wie unten, dieses in der Mitte bleiben. Für die 5 ist alles möglich. Aber das nur am Rande erwähnt, das habt ihr in meinem Buch Seelenzahlen. Jetzt wollte ich euch eben nur kurz zeigen, nochmal mit der Leberenergie, genau, die Leberenergie,
Sie ist die aufsteigende Energie, weil sie eine Wasserenergie ist und alle Wasserströme, ihr seht hier das Element Wasser, alle Wasserströme, die übernehmen von ihrer Vorgänger Luftenergie, die vom Kopf in die Zehen strömt und strömen dann von den Zehen wieder hinauf. Also die Wasserströme, das sind natürlich dann demnach der, ihr habt sie hier, die Zehenströme, seht ihr, Element Wasser, habt ihr sie auf eins, auf einen Blick, Leber, Milz und Nierenstrom. Und unten drunter steht dann auch gleich die 10 Wasserströme, was die zusammen als Aussage haben, extrem kraftspendend, kritische Bedürfnisse, also gerade nach langer, schwerer Krankheit. Und die Feuerströme, die sind zum Beispiel alle zusammen die reine Flamme des Geistes, da geht ja immer die Schöpfung los, da geht immer ein neuer Zyklus, beginnt immer mit Feuer, immer aus der Brust. Also Schütze, der initiiert den ersten Teilzyklus, der Löwe im Herzstrom den zweiten und, der Widder Lungenstrom, wo wir jetzt sind, den zweiten und der Löwe Herzstrom dann den dritten. Und die Erdströme eben, die strömen dann, die strömen immer aus den Händen hinab ins Gesicht. Die sind die, ihr habt es hier stehen, die Reproduktion, Erneuerung, Ausscheidung, bedingungslose kosmische Liebe. Und warum das so ist, das sieht man dann wiederum aus dem Stromverlauf. Weil alle Erdströme ja immer, obwohl sie ins Gesicht strömen, ganz intensiv das Herzchakra durchströmen. Das sind so die Feinheiten und das ist das, was ich meine. Das Buch will gelebt werden. Wenn ihr einen Strom strömt, wenn ihr zum Beispiel heute in der Lungenenergie seid, dann schaut euch alles an, worum es in dem Strom geht. Und das zeige ich euch ja hier in diesem Buch. Alles so schön mit den Farben und mit den Abbildungen. Und es ist ganz einfach nachvollziehbar. Also heute sind wir, wie gesagt, in dem weißen Zacken. Und das könnt ihr mitzeichnen, mitmalen, mit meiner schönen Abbildung aus meinem besonderen Mondkalender. Ja, der Mondkalender 2024. Und wie es leider aussieht, ich sage das jetzt gleich schon, kann es auch sein, dass es der letzte ist. Der letzte Mondkalender, den es geben wird. Weil es einfach so nicht weitergeht mit dem Zusammenwirken mit dem Verlag. Ich bin unendlich traurig darüber, aber so kann es für mich nicht weitergehen. Und die App, die wird es in jedem Fall weitergeben. Mit dem Mondkalender steht auf der Kippe. Und dann natürlich demnach auch dieses Buch hier und dieses. Ja. Also wenn ihr diese Bücher noch haben wollt, dann es gibt sie noch. Ich weiß es nicht, ob ich mir es zutrauen kann, die auch alleine zu machen. Ich glaube eher nicht, weil ich bin keine Geschäftsfrau. Und ich bin dankbar, dass ich dieses Buch hier alleine verlege. Das wird es immer geben. Solange ich lebe und auch danach, dafür wird gesorgt sein. Das muss in der Menschheit bleiben. Das ist die Hauptsache überhaupt. Und natürlich auch Lichtmensch, das gehört dazu. Liebe, ja. Und Seelenzahlen, diese Bücher, die sind bei mir geblieben. Die bleiben, solange ich lebe. Aber alles andere weiß ich im Moment nicht, wie es weitergeht und ob es weitergeht. Im Moment, so wie ich sehe, sehr fraglich. Ja, also wie gesagt, die App in jedem Fall, die gibt es immer weiter. Meine App Luna, Gin, Mond und Gesundheit und da habt ihr alle Abbildungen auch. Wir sind also jetzt, wie gesagt, hier in diesem weißen Zacken. Ihr seht, wir haben jetzt den Kern haben wir schon entfaltet. Sie sind in den grünen Bereich gegangen, den ersten Zacken entfaltet und jetzt sind wir hier in der Widder-Energie wieder. Ein Feuerelement, der Schütze, der hatte ja den Zyklus begonnen, das war das erste Feuerelement. Und jetzt sind wir im zweiten Feuerelement. Schauen wir es uns gerade nochmal von der anderen Abbildung her an. Die andere Abbildung hier seht ihr, da habt ihr das kosmische Ei als Ganzes. Darum geht es ja. Es geht darum, dieses kosmische Ei, welches du selbst bist, du siehst es durch den Lebensstrom zu entfalten. Jeden Monat wieder entfaltest du dein Potenzial, dich selbst so und hast immer wieder die Chance, vollkommen zu heilen, weil du ja in jedem Moment deine Zellen und deinen ganzen Körper regenerierst, vollkommen regenerierst und neu erschaffst aus dem Licht. Wenn du dich mit und durch das Licht identifizierst, das ist immer die Voraussetzung. Und diese Identifikation mit und durch das Licht, die setzt als Voraussetzung die Liebe zu den Organen vor, durch die du natürlich diese Tore, diese 12 Tore, diese heiligen Tore in der Bibel auch beschrieben, öffnest. Das bedeutet, wenn du deinen Organström aktivierst, heute also den Lungenstrom, liebe dein Organ. Ich gebe dir ja sogar die Affirmation, das, was du sagen kannst. Manche Leute, die wollen das auch vorgegeben haben, an in der App.
Lunagen Mond um Gesundheit. Ich gebe dir auch die Stromübernahmebereiche an, damit du immer weißt, woher kommt der Strom, wohin führt er, weil das ist ja da immer das Wichtige. Wir sind also jetzt, ihr habt gesehen, der Schütze, der hat den Zyklus begonnen. Da beginnt es immer am Nabel. Wie soll es auch anders sein? Deswegen ist da der Flash. 1, 2, 3, 4. Wir haben ja immer 4 Kräfte, 4 Tore pro Unterzyklus. Und jetzt mit der 5, wie soll es auch anders sein? Das fünfte Tor. Die 5 ist sowohl nach links als auch nach rechts offen. Ich habe gerade vorhin schon über die 5 gesprochen. Die 5, die beginnt also jetzt den zweiten Teilzyklus. Und die 5, die drückt ja die Freiheit aus. Das ist die einzige Zahl im 10er-Zyklus, die sowohl nach links als auch nach rechts offen ist. Und deswegen die 5 ist die Zahl, wo wirklich alles möglich ist und wo auch wirklich immer neue Wege kommen. Wenn du in dein persönliches 5er-Jahr kommst, dann wird dein Leben sich verändern. Für den einen mehr, für den anderen weniger. Und je weiter du im Bewusstsein aufsteigst, desto heftiger wird auch die Veränderung. Das kann man wirklich beobachten. Desto extremer, weil dann geht es darum, ganz viele Erfahrungen zu sammeln, weil alles, was du erlebst in deinem Leben, ist ja in Wahrheit eine Erfahrung, die dein Bewusstsein, dich selbst, dir selbst näher bringt, also die dich, dir ermöglicht, dich selbst zu erkennen, alles, was du erlebst. Und im Grunde auch, je schlimmer dein Schicksalsschlag, und ich habe ja einige Male, poste ich einige Dinge auch aus meinem Leben, ich habe Dinge erlebt, die, dann werde ich immer wieder gefragt, wie konntest du das überleben? Es hört sich seltsam an, aber ich bin so dankbar über diese Erfahrung, weil rückblickend kann ich sagen, diese Erfahrungen, je schlimmer sie sind, lassen dich erkennen, dass du selbst ja niemals angreifbar bist. Nur wenn du dich mit und durch die Körperlichkeit identifizierst, dann wirst du schwach, dann sagst du danach, ach Gott, ich verfalle in eine Depression, bitte Psychiater, bitte du und du, helf mir. Und die Menschen, die dann auch noch darauf eingehen und sagen, ach Gottchen, ja, du bist ja so verletzt und so weiter, die nähren das noch. Bei mir ging nie jemand drauf ein, ich wurde ganz alleine gelassen und das war mein Schlüssel zum Schöpfungskult schlussendlich, so seltsam sich das anhört, zu meiner Kraft. Denn der Mensch kann ja im Kern überhaupt gar nicht in diesem Licht, kann er niemals verletzt werden. Dieses Licht steht ja über allem. Alles, was du erlebst, geschieht ja immer auf in der Ebene der Wirkung. Und in dem Moment, wo du dich als über der Wirkung erkennst, nämlich als Wahrheit, siehst du das wie ein Schauspiel. Du siehst, oh, die stellen aber einiges jetzt mit mir an, aber das bin ja nicht ich. Das ist ja eine Wirkung, diese armen Menschen, dass sie es nötig haben, das und das mit mir anzustellen. Ich hatte tatsächlich Mitleid. Also wenn mir solche Dinge zugefügt wurden, dann habe ich tatsächlich zu den Menschen noch gesagt, wenn es dir so gut tut, dann mach weiter, hau mich noch stärker, schlag auf mich ein. Und das hat dann etwas ausgelöst. Ich habe dann gemerkt, dann haben die angefangen zu überlegen, was sagt ihr eigentlich? Wir können sie ja gar nicht brechen, weil ein Mensch, der im Licht ist, der kann nicht gebrochen werden. Das ist so. Und diese Stärke, ich weiß, da sind viele Menschen eifersüchtig drauf, aber diese Eifersucht, die zeigt ja nur, dass sie selbst sich selbst noch nicht erkannt haben. In Wahrheit ist jeder Mensch dieses Zentrum, welches unzerstörbar ist. Und ach, apropos zerstörbar oder beziehungsweise, ich habe gerade, bevor ich jetzt mit euch gesprochen habe, habe ich mein Buch Liebe genommen. Das lag neben meinem Bett. Das hat ja auch so eine wunderbare Energie. Und einfach mal wieder eine Seite aufgeschlagen. Das ist auch eins dieser Bücher, wo man einfach nur aufschlagen kann und gucken kann, was sagt es mir? Und da schlug ich diese Seite auf und so viele Menschen sind doch davon betroffen. Und ich lese das gerade kurz vor. Wird ein Mensch von einem Geliebten verlassen, ganz gleich, ob dies nun ein Liebespartner oder Familienangehöriger war, so sollte die Sorge grundsätzlich in erster Linie dem Nähren des Selbst gelten. Durch die innere Stärke, zum Beispiel insbesondere durch Pflege und Liebe der Milzenergie, die dann ihrerseits das ihre tun wird. Die Organe sind die Werkzeuge der Seele und als solches sollen wir sie auch nutzen. Auch und gerade in emotionalen Notsituationen, in Situationen, wenn wir meinen, Liebe würde für immer ein Fremdwort für uns bleiben, beziehungsweise sei immer nur anderen gegönnt und nicht uns. Anstatt im Äußerlichen und Außen die große Liebe zu suchen, ja, dazu gehört auch das Suchen nach dem richtigen Partner, in Anführungsstrichen, sind wir also von der Seele selbst aufgefordert, den Blick nach innen zu richten. Durch die 12 Tore der Seele, auf die ich, wie du sicherlich schon erkannt hast, immer wieder zurückkomme. Es sind die Tore zur Essenz, zur Liebe, zum Ist, ich gleich du, ist, ich, zum Ich ist gleich du. Und solche Aussagen sind so entscheidend, weil die wirklich der Schlüssel sind,
zu der Liebe, die du in Wahrheit ja in jedem Moment bist. Und was die Organkräfte, die sind ja deine Tore zu diesem Selbst. Und der Schlüssel ist aber auch hier immer die Liebe, denn die Organkräfte sind ja deine Aspekte, deine Tore, deine Fenster des Lichtes, welches du bist. Sprich, so wie du deine Organe liebst, so liebst du dieses eine wahre Selbst, welches Gott ist. Die Menschen haben so ein Problem, dieses Wort Gott auszusprechen. Das muss ich mir ganz ehrlich sagen. Und da werde ich wirklich auch, reagiere ich allergisch, wenn ich dann immer wieder diese Aussagen höre, wie zum Beispiel, liebes Universum, was willst du mir sagen? Es ist nicht das Universum, es ist Gott. Gott ist in eins gekehrt, ja, Universum bedeutet übersetzt in eins gekehrt, aber es ist Gott. Und diesen Namen zu leugnen, ist in Wahrheit das Leugnen des Selbst. Und die Menschen, die haben eine regelrechte Panik, dieses Wort auszusprechen. Und ich habe euch schon mal gesagt, ich hatte im Rahmen meiner vielen Schicksalsschläge, zweimal wurde ich Gott gegenübergestellt, damit ich die Dinge wirklich verstehe, also dass ich sie wirklich von ganz oben gesagt kriege. Und da war Gott. Der gesamte Himmel, aber es war Gott. Es war kein Zweifel, dass Gott auch Gott genannt werden will. Es ist nicht das Universum, sondern es ist Gott, aus dem alles hervorgeht, und du bist ein Teil dieses einen Gottes. Und Gott hat eine Stimme. Ich habe sie mehrfach gehört. So wie es in der Bibel steht, so wurde mir die Stimme. Auch bei der Empfängnis meiner Tochter in der Nacht kam diese göttliche Stimme. Es ist ein Mädchen, wie ein Paukenschlag kam es zu einem Moment, wo ich überhaupt nicht geahnt hätte, dass ich empfangen habe, weil mir ja die gute Ärztin gesagt hatte, dass ich unfruchtbar wäre und überhaupt nicht sowas erwartet habe. Und deswegen, Gott gibt es. Ich sage bewusst nicht existieren, weil Existenz ist immer irdisch und Existenz vergeht, sondern Gott ist ewig. Und da du ein Funke dieses einen göttlichen Lichtes bist, und das ist ja das Wunderbare mit dem Isenheimer Altar, der ja der Schöpfungscode ist, da beschreibe ich das ja, denn der Isenheimer Altar ist ja dieser Schöpfungscode, da du ein Funke dieses einen Licht, das seht ihr, wie dieses eine Licht in die Manifestation geht, durch das Auf und Ab der Engel, Auf und Ab, Binden und Lösen im Übrigen in der Bibel, wurde auch nie verstanden. Was ist das Binden und Lösen? Anderes als genau das, was wir tun durch die Organströme. Wir binden das Licht, und wir erlösen es wieder durch das Auf und Ab der 12 Organströme. Das ist genau das. Die gesamte Bibel ist der Schöpfungscode. Und die Menschen und gerade diese spirituellen Kreise sind die dunkelsten Kreise von allen, weil sie genau das leugnen, um was es in Wahrheit geht. Es geht nicht darum, ein Universum um Hilfe zu bitten, sondern es geht darum, dich selbst als Teil Gottes zu erkennen, durch diese 12 Fenster, durch die Gott das eine Licht sich ausdrückt. Und bevor die Menschen das nicht endlich anerkennen und sich selbst anerkennen, wird die Menschheit immer weiter runterrutschen in den Sumpf des Wollens, des Ego, der Egomanie und der Wunscherfüllung, um die ja alles geht. Wie erfülle ich meine Wünsche? Auch das bitten sie ja das Universum. Ja, da werden die Menschen dann aufgefordert, sich aufzuschreiben, was sie sich alles wünschen vom Universum. Es gibt nichts Schlimmeres als das für den aktuellen Stand der Menschheit. So, das musste einfach mal gesagt werden. Und wie gesagt, heute ist der Mond im Widder. Da öffnen wir also unser wunderbares Seelentor des Widders am zweiten Lendenwirbel. Ihr seht also ganz im Bereich der Nieren, das bedeutet, wenn du deine Lungenenergie im Einklang schwingen lässt, durch das liebevolle Aktivieren der Lungenenergie und einfach Umfassen des Ringfingers, ich zeige es in meinem Mondkalender und natürlich auch in meiner App Luna Gin Mond und Gesundheit, die definitiv immer weiter da sein wird, sage ich hier jetzt nochmal. Aber den 24er Kalender, den gibt es ja auch in jedem Fall jetzt noch. Dann wirst du deine Lungenenergie aktivieren und dieses Seelentor hier öffnen und damit auch den Nieren und allen, was in diesem Bereich liegt. Sprich, hier liegt ja laut der fernöstlichen Medizin, liegt ja hier die Lebensenergie, die du von deinen Ahnen mitkriegst, gespeichert. Das bedeutet, du aktivierst hier wirklich deine essentielle, vitale Lebenskraft. Deswegen ist ja auch der Widder Lungenstrom, dieses Ich bin jetzt bereit, dieser Lebensenergie zugeordnet. Kraftvolle Stimme, Potenz,
Energie, Vitalität, das ist alles die Lungenenergie. Und Menschen, die eine schwache Lungenenergie haben, die müssen nicht unbedingt immer Lungenprobleme haben. Ich merke das den Menschen sofort an. Nach nur einem Ton, zum Beispiel am Telefon, weiß ich, oh, da ist ein zweite Tiefe Bedarf. Zweite Tiefe deswegen, weil da ist ja auch die Widderenergie, die Stierenergie dabei. Ihr seht hier beschreibe ich dann immer den Finger. Die Stierenergie ist ja die absteigende Energie. Wir haben ja immer eine aufsteigende und eine absteigende Energie. Ja, wir sind also jetzt mit der Lungenenergie, das ist ja die aufsteigende Energie. Und dann der Stier, der übernimmt dann in den Fingern, der ist ja dann der Erdstrom. Und der wird die Energie dann wieder hinunterführen ins Gesicht. Und diese beiden Energien, also die wirken ja, da habe ich im Übrigen, hier schreibe ich dann, was eben generell im Leben diese Kräfte unterstützt. Liegen zum Beispiel ist schlecht, wenn du eine schwache zweite Tiefe hast. Das bedeutet, jemand, der wirklich Lungen- und Dickdarmprobleme hat und allem, was mit der zweiten Tiefe zu tun hat, der sollte möglichst rechtzeitig morgens aufstehen, am besten sogar bei Sonnenaufgang, also um 4 Uhr. Ich merke das auch, ich mache das im Moment immer, dass ich sehr früh aufstehe heute Morgen, da stand der Mond, der herrliche Vollmond da oben noch, da habe ich hier meine Morgenmeditation bei Sonnenaufgang gemacht. Und auch wenn ich wirklich nur 3 Stunden Schlaf, ich mache das immer und es tut so gut. Dieses lange Liegen ist ganz schlecht für den Körper. Ihr könnt auch zum Beispiel im Sitzen dann den Lungenstrom aktivieren, das werde ich jetzt nachher machen, und den Blasenstrom, den Oppositionsstrom. Und wenn man da dann einnickt, dann ist das viel energetisierender, als wenn du liegst, für die zweite Tiefe, meine ich jetzt. Und da schreibe ich auch die Geschmacksrichtung, das ist dieses Herbe, wie man zum Beispiel in Schimmelkäsen findet, und natürlich die Nahrungsmittel auch, die und diese Tiefe unterstützen, auch in der App im Übrigen habt ihr das immer drin. Trauer, wie gesagt, ist die Energie, die Emotion der zweiten Tiefe, die an der Seele nagt und die gemäß Thomas von Aquin die Leidenschaft ist, die der Seele am meisten schadet. Und ganz viele Menschen haben eine versteckte Trauer, derer sie sich noch nicht mal bewusst sind. Und Trauer und Angst hängen ganz eng miteinander zusammen. Ich würde sogar behaupten, dass 99% der Menschheit in der Trauer versumpft ist. Ich merke das den Menschen immer schon an. Auch und oft gerade die ganze Zeit lachen und so tun, als wären sie glücklich, dass die eine tiefe innere Trauer haben, was man an diesen Kräften auch merkt, an die Stimme. Das spürt man sofort. Oder dann auch die Haut, wenn sie fahl ist oder gräulich. Das ist diese innere Trauer. Ganz spannend war im Übrigen heute auch, in der Gruppe hatte eine Dame die Frage gestellt, ihr Kind, ich glaube 10 Jahre war das, das hatte heute ein Zahnproblem, irgendwie ein Abszess. Und das ist natürlich auch ganz spannend, weil schaut euch hier mal an, in der Zuordnung zu den Lebensaltern, das habt ihr im Übrigen auch in der App drin, in der Tabelle, da seht ihr ja 10 Jahre, da ist das Kind jetzt aktuell tatsächlich in der Lungenenergie, als Hauptenergie. Das bedeutet also, in diesem Zeitraum ist die zweite Tiefe die führende Kraft, deswegen kriegen Kinder da auch eher zum Beispiel auch Kopfläuse oder diese kleinen, wie nennt man sie, diese kleinen Viecher, die halt da kommen, die sind auch dieser Tiefe zugeordnet, weil Trauer schwächt die Aura. Und sobald die Aura schwach ist, kommen eher Zecken, Mücken und das ganze Gefiech. Wenn du eine starke Aura hast, sprich wenn du, und das ist vor allem die zweite Tiefe, die kraftvoll sein muss, also die Lungen- und die Dickdarmenergie, wobei es dir nicht viel bringen wird, jetzt dauernd diese Energie zu strömen, sondern es immer im Gesamtkontext Text ist, weil die Energien ja, wie gesagt, ich habe es euch ja vorhin auch bei der Abbildung gezeigt, immer zusammenwirken. Hier habe ich die Abbildung gerade noch mal unten drunter liegen. Es geht ja immer um das Zusammenspiel. Deswegen, wenn du hier zum Beispiel die ganze Zeit nur den einen Strom machst, dann werden die anderen, die schreien dann. Ja, also deswegen halte dich an den Mond. Da hatte ja auch so schön ein Gruppenmitglied gestern geschrieben, oder heute Morgen habe ich es freigeschaltet. Da war ein Notfall, da hatte sich jemand, glaube ich, verschluckt oder keine Luft mehr bekommen. Und anstatt dann, wie es alle anderen machen würden, zu überlegen, was könnte man strömen, hat sie den Tagesstrom und den Oppositionsstrom geströmt und dieser Person wahrscheinlich sogar das Leben gerettet. Und das ist das, was ich sage. Der Mondstrom ist immer der 1A Heilstrom, egal was dein Symptom ist. Ganz einfach deswegen, weil du Seele, jedes Lebewesen, ja durch diese vom Mond vorgegebenen, weil dieser ganze Bereich, der wird regiert durch den Mond, du Geist,
Das ist die Sonne, die steht darüber, geht in die Körperlichkeit. Deswegen Körperlichkeit wäre nicht möglich ohne den Kosmos, ohne diese kosmischen Kräfte, die regiert und aktiviert werden durch den Mond. Es ist nicht die Mondschwingung per se, sondern die durch den Mond aktivierten 12 kosmischen Kräfte. Und wenn du mit diesen durch den Mond aktivierten 12 kosmischen Kräften im Einklang bist, sprich, wenn der Mond dir eine Schwingung vorgibt, und das ist heute die Widderenergie und dazu noch im Vollmond, und wenn du dann damit im Einklang schwingst, durch das Einstimmen, wie ich es dir zeige, ganz im einfachsten Fall einfach den Ringfinger in Liebe umfassen und die Lunge visualisieren in ihrer Energetisierungsfarbe weiß oder eben dann den Strom aktivieren, wie ich dir in dem Buch und in der Mond und der kosmische Gehör der Schöpfung und in meiner App Luna Gin Mond und Gesundheit zeigt und immer auch in meinem YouTube-Kanal noch demonstriere kostenlos, dann spielst du dein Instrument im Einklang mit dieser vom Mond vorgegebenen kosmischen Symphonie der Schöpfung. Und wie ein Instrument im Einklang klingt und sich anfühlt, das weiß jeder, so wie jeder weiß, wie es sich anfühlt, wenn du verstimmt spielst. Wenn du in einem Konzert bist und da ist plötzlich ein Instrument verstimmt, grauenhaft, da will man rausrennen. Und das ist Krankheit, über kurz oder lang. Und die Menschheit ist verstimmt. Wenn man die Menschheit im Moment, die Gesellschaft hören würde, dann würde man eine grauenhafte, verzerrte, kann man noch nicht mal mehr Musik nennen. Aber du hast es in der Hand, dein Instrument im Einklang zu schwingen, zu spielen. Und je mehr Menschen das tun, ihre individuelle Melodie, denn jeder spielt ja seine individuelle Melodie, die jedoch im Einklang sein soll mit dem Kosmos. Denn darum geht es, wenn alle Menschen, die gesamte Menschheit im Einklang schwingt, dann entfaltet sich diese wunderbare Rose, wie es ja in der Bibel schon steht, das heilige Jerusalem, dann sind alle Tore offen und dann wird diese wunderbare Rose, ich erzähle es ja jedes Mal wieder, entfaltet. Dann ist die Menschheit, dann hat sie dieses heilige Jerusalem. Jerusalem bedeutet eigentlich Seele, erfüllt. Ja, die Rose, die du ja selbst bist. Deswegen sind ja hier im Hintergrund die Rosen. Das bist du. Du selbst bist dieses Christuskind und Maria. Das Christuskind spielt mit den 12 Perlen. Das sind die 12 Organkräfte. Und in Liebe sieht es die Maria an, weil Liebe ist der Schlüssel zu diesen 12 Kräften und damit zu dir selbst. Ja, und das Kind, wie gesagt, welches dann jetzt an Vollmond mit 10 Jahren diese Zahnentzündung hatte, das ist, wie sollte es auch anders sein? Genau am Vollmond im Widder, wo das Kind auch in der Widderkraft ist, das ist dann der Selbstheilungsimpuls. Und ich habe der Mutter dann auch geraten, auf keinen, ich habe ihr gesagt, das kommt von der Füllung. Ganz klar, kommt von der Füllung. Die Füllung sind ganz schlecht. Alles, was Zahnärzte machen, außer ein Zahn ziehen, ist im Grunde eine Katastrophe für die Zellen, die dann weiter kommunizieren, dass da ja Gewalt angewendet wurde und fremdes Material eingesetzt wurde. Und ich sehe es zum Beispiel auch bei mir, da hatte ich zum Beispiel auch einen Zahn noch verloren wegen einer Füllung. Das hat man ganz klar gesehen auf dem Röntgenbild. Das war die Füllung, die den entzündet hat. Und ein anderer Zahn, wo seit Jahren mir gesagt wird, da haben sie eine Karies, machen sie was rein. Der ist weiterhin da und die Karies, die habe ich auch fast wieder zubekommen. Lasst euch nichts einreden. Lasst nicht an euch rumfummeln, euch zerstümmeln, euch da wirklich, was da gemacht wird, ist im Grunde eine Katastrophe, aber da werde ich ein andermal noch drauf eingehen. Aber ich fand das toll, die Frau, die hat mir dann in der Gruppe zurückgeschrieben, dass sie die Füllung rausnehmen wird und wenn der Zahn halt dann geht er und das ist Mutterliebe, ja, das ist wirklich für das Kind im allerbesten Handeln und sie hat das angenommen mit der Vollmondkraft, weil das war es. Ja, das war der Grund, warum diese Entzündung genau jetzt kam, weil da ist natürlich dann der Selbstheilungsversuch am allergrößten, weil jedes Symptom, jede Krankheit ist ja in Wahrheit ein Selbstheilungsversuch. Das muss man ja so anerkennen. Und das ist natürlich dann bei Vollmond im Widder für einen Menschen, der aktuell in der Widderzeit ist, der Hinweis, hier möchte die Seele, dass sich etwas im Körper befreit. Und das ist die Füllung dann in dem Fall. Ja, wie gesagt, die Widderenergie, hier beschreibe ich euch dann alles, wie sie wirkt, um was es geht, die Beziehung auch zu den anderen Organströmen. Hier hast du die Aktivierungssequenz, wo du dir bequem diese Energieschlösser daneben legen kannst. Ich zeige es ja auch in meinem YouTube-Film. Das alles hast du auch in der App zum Groß- und Kleinen Zoom immer diese Abbildung dabei.
Und der Stromverlauf, schaut euch das mal an. Wie gesagt, an dem Rippenbogen wird der Leberstrom, den wir uns vorher angesehen haben, zum Lungenstrom. Guckt mal, wie der die Lungen umarmt. Das sage ich dann auch, wenn ich den Lungenstrom aktiviere, dann sage ich das. Du übernimmst, und das schreibe ich euch ja sogar vor in der App, in Liebe, ich danke dir, meine Lungenenergie, die du in Kristallweiß leuchtest. Das kristallweiße Licht, welches du von dem Planeten Venus empfängst, das habe ich euch auch alles beschrieben. Ihr habt die Planetenzuordnung auch natürlich alle im Buch drin. Venus ist der Planet der zweiten Tiefe, der Planet der Liebe. Und da seht ihr, wie Liebe und Trauer zusammenhängt, denn Liebe heilt alle Trauer. Das bedeutet, wenn deine Venus-Energie durch diese Lungen- und Dickdarmkraft gestärkt wird in deinem Körper, dann wird auch die Trauer weggehen. Die Trauer, die, ich sage es noch einmal, ganz oft unbemerkt ist. Das ist so eine schleichende Trauer im Hintergrund, die ich spüre sie bei Menschen. Wenn Menschen dann zu mir sagen, alles ist wunderbar, und ihr tief, weites Grinsen mit den falschen Zähnen aufsetzen, da weiß ich dann sofort, das ist gelogen, weil man spürt das. Da ist eine tief sitzende Trauer. Und deswegen sage ich auch, öffnet eure Zellen, fordert eure Zellen auf, Trauer, Ängste, Traumata, Verzweiflung, all das zu entlassen, weil Trauer und all diese Emotionen halten, werden gehalten in den Zellen. Und wenn du deine Zellen nicht aufforderst, halten sie sie für immer und werden dann dadurch Krankheiten auslösen, dein Körpersystem verschlacken, und dann nützt es überhaupt nichts, wenn du dich gesund ernährst und wenn du Sport machst noch und nöcher, wenn du nicht von innen deine Energie rein ist, deine Zellen neu erschaffst, wirst du auch von außen keine Reinigung oder nur eine vorübergehende Reinigung erreichen. Während, wenn du von innen diese Reinigung wirklich, und diese Traumalösereise habe ich auch in der App, da führe ich dich durch, beginnen sie aber bitte immer bei Steinbock, habe ich auch hingeschrieben, weil das ist ja der erste Schritt. Ja, der Schützestrom gibt den Impuls, und der Steinbock, das ist ja der Kern. Wenn du da die Trauma, ich mache es einfach immer, ich fordere immer meine Zellen auf. Ja, also, weil es ist immer noch Traumata da, und es sind immer Dinge da, die aus den Zellen gereinigt werden sollen. Und wenn ich morgens den Lebensstrom ströme, dann erlöse ich jede einzelne meiner Zellen. Ja, ich gehe die wirklich sukzessive durch, öffnet euch meine Nervenzellen, meine Drüsenzellen, meine Organzellen, meine Hautzellen, meine Knochenzellen, und entlasst alles, was ausgedient hat. Ich habe euch das auch alles vorgeschrieben in der App. Und wenn ihr dann, wie gesagt, eure Zellen erlöst und erlöst habt und dann ganz dieses weiße, gleißende Licht der Einheit wieder seid, euch als dieses Licht erkennt, dann könnt ihr sagen, und jetzt formt euch neu, forme ich den Körper neu in Vollende der göttlichen Harmonie, dann alle Systeme durchgehen, meine Nervenzellen, Drüsenzellen und so weiter wieder neu aufbauen. Und wenn ihr das so macht, täglich bei dem Strömen, ich verspreche euch, heilt ihr alles, es ist gar nicht anders möglich. Und wenn ihr dann aus dieser Energie den Körper neu erschafft, dann reinigt ihr so automatisch ja alle Organe durch, auch ohne, dass ihr jetzt groß eure Ernährung umstellt, wobei natürlich, es ist klar, aber das werdet ihr dann gar nicht mehr machen, wenn ihr dann natürlich Drogen zu euch nehmt oder natürlich Alkohol und so weiter. Das werdet ihr aber gar nicht mehr machen, wenn ihr so bewusst lebt, weil ihr dann so im Einklang seid, dass ihr genau wisst, das und das benötige ich jetzt und jetzt und sowieso viel weniger physische Nahrung benötigt. Ja, also wie gesagt, der Lungenstrom, der umarmt dann, das sage ich dann, ich danke dir, dass du dich in Liebe aus der Leberenergie wandelst und die Lungen kraftvoll umarmst, in Liebe umarmst und dann durch die Schultern, also hier unten, wie gesagt, an deiner Armbeuge, die Oberarme, deswegen haben da Menschen mit Lungenproblemen oft auch hier Schmerzen, kraftvoll in den Daumen und Zeigefinger strömst. Diese beiden Finger haben auch oft Menschen Schmerzen, am Daumenball zum Beispiel. Oder man sieht es in den Fingernägeln, Finger-Daumennagel oder der Zeigefingernagel. Wenn da so Rillen sind, dann hat das auch immer mit der Lungenenergie zu tun. Und hier wandelt sich dann am Zeigefinger der Strom in die Dickdarmenergie. Das sage ich dir dann auch natürlich, weil es kommt ja immer auf die Stromübernahmebereiche an. Dieser Fluss, dass der in Harmonie gehalten wird. Ich danke dir, geliebte Lungenenergie, dass du dich in Liebe im Zeigefingernagel wandelst, dich hingibst, liebe deinen Nächsten, das ist das, was Christus damit meinte, an die Dickdarmenergie, dann kommt das nächste Tor dran, ihr seht es, der 12. Brustwirbel, und dann visualisiere ich auch, wie der Strom weitergeht, weil in Wahrheit ist es derselbe Strom, der dann einfach eine andere Schwingung annimmt. In Wahrheit ist alles eins.
Und das zu erkennen, und ich gehe ja auch jeden Tag alle Ströme im Bewusstsein immer durch, schon früh morgens, das Erste, was ich mache, wenn ich aufstehe, ist, Gott zu danken und zu sagen, ich danke dir, o Herr, dein Wille erfülle sich durch den Fluss meiner 12 heiligen Organschöpfungsströme. Und dann gehe ich sie einmal durch und mache die mit den Armen noch die Bewegung, weil darum geht alles. Es geht um diese Hingabe, dass du das Licht in die Körperlichkeit ziehst und webst und entfaltest, dieser heilige Akt der Schöpfung, der du selbst bist, kontinuierlich. Und wenn Mensch das mal anerkennt, dass er selbst diese Schöpfung ist und diese Verantwortung übernimmt, die Aktivierung des kosmischen Codes der Schöpfung, du selbst, Wahrheit, Sonne, Mond, Erde, Wahrheit, die 12 Tore und die Wirkung der Wahrheit, dass du selbst diese heilige Dreieinheit bist von sich durch die 12 Tore der Seele in die Körperlichkeit spiralisierendes Licht, dann wird die Welt alle die Probleme lösen und jeder Mensch und alle Krankheiten werden einfach sich auflösen. Und das ist keine Übertreibung. Was wollte ich noch sagen? Ja, genau. Und deswegen ist ja der Tagesstrom immer der Strom, der das eine Tor zur Quelle öffnet und somit allem anderen auch hilft, auch wenn es nicht direkt oder nicht auf den ersten Blick mit dieser Energie zu tun hat. Also selbst wenn du heute zum Beispiel irgendwie ein Knieproblem hast, würde ich trotzdem nicht sagen, ström den Magenstrom oder Blasenstrom, der durch das Knie durchströmt. Wobei, aha, der Blasenstrom ist ja der Oppositionsstrom. Und wenn du nämlich den Oppositionsstrom noch dazu nimmst, dann verspreche ich dir, hast du alles abgedeckt. Du hast die Yin und die Yang-Energie. Du hältst immer die Mitte, also das Zentrum, damit das Licht aus dem Zentrum heraus sich entfalten kann. Und hast durch diese oppositionelle Zusammenarbeit, die ich natürlich auch beschreibe im Buch, habt ihr immer ein kleines Unterkapitel, die oppositionelle Zusammenarbeit. Gehen wir gerade mal kurz hin. Wo haben wir es denn? Oppositionsstrom, hier. Das Mondstrom ist Lungenfunktionsenergie und die oppositionelle Zusammenarbeit dieser beiden Organströme. Lest euch durch, wie diese Organströme zusammenwirken. Wir haben ja, es geht immer um diese Zusammenarbeit, das Zusammenwirken. Und der erste Schritt allein ist schon hochwirksam, wenn du nicht den ganzen Strom machen willst. Das Foto, die Fotos habt ihr auch immer in der App drin. Wie gesagt, in Liebe, das Entscheidende ist immer in Liebe das Aktivieren und dabei die Lungen visualisieren in Kristallweiß. Ich werde es jetzt auch gleich machen und freue mich jetzt immer schon immer aufs Strömen. Das ist für mich die heilige Zeit und niemand darf mich dabei, auch das wissen die schon aus meiner Familie. Meine Schwester, die kommt jetzt gerade aus den USA und ich habe ihr schon gesagt, wenn ich ströme, dann will ich nicht unterbrochen werden, egal, und wenn die Welt dabei zusammenfällt. Und das haben sie auch zu akzeptieren, das wissen sie. Selbst die Katzen wissen das und haben es akzeptiert. Die mehr als die Menschen, muss ich sagen. Die akzeptieren das mehr. Danach gibt es dann ja auch immer Leberpastete, wenn sie schön gewartet haben. Und das wissen sie auch genau. Hier habt ihr im Übrigen noch eine Beschreibung der einzelnen Energieschlösser. Die Energieschlösser könnt ihr immer zusätzlich noch einzeln nutzen. Das habe ich auch, beantworte immer so viele Fragen. Was war das heute? Hatte mich irgendjemand noch was gefragt zum Thema Fruchtbarkeit? Stimmt, die Periode blieb aus. Da habe ich auch natürlich gesagt, tägliches Mondström ist ganz klar. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, warum seid ihr eigentlich so scharf drauf, dauernd eure Periode zu haben? Das ist auch so eine komische Sache in euren Köpfen. Ich habe die zum Beispiel schon früher immer, also jetzt könnten vielleicht einige sagen, ja, sie ist ja sowieso in dem Alter, aber es war bei mir immer so, dass ich die nur dann gehabt habe, wenn ich sie auch haben wollte. Wenn ich zum Beispiel einen Freund hatte oder wenn ich ein Kind haben wollte, dann schön habe ich das aktiviert und ansonsten hatte ich es eben nicht. Und war aber immer oder vielleicht gerade deswegen kerngesund. Also nicht immer nur das denken, was euch gesagt wird oder wie es in den schlauen Büchern steht. Es kommt darauf an, dass du dich gesund fühlst. Und für mich war das einfach so, dass ich diese, sagen wir mal, diese sexuelle Energie lieber für Geistiges verwendet habe. Und wenn ich es aber dann brauchte, als ich dann ein Kind wollte, da habe ich es schön angekurbelt. Dann war ja auch der richtige Mann da. Und danach habe ich es dann wieder ins Geistige gezogen. So habe ich das in meinem Leben immer gemacht. Deswegen, ja, so habe ich es gemacht. Aber wenn man die Periode haben will oder wenn ich sie haben will, dann aktiviere ich meine Hypophyse einfach etwas mehr, gebe den Auftrag da rein und dann kommt sie auch.
aber ich brauche sie nicht unbedingt. Ja, den Eisprung, den hat man trotzdem. Aber wie gesagt, das spürt man auch genau. Man kann das ja durch die Hypophyse regulieren bei dem Lebensstrom. Der Lebensstrom, der erste Schritt, das ist ja genau die Hypophyse. Darüber werden ja alle Drüsen aktiviert und gesund gehalten. Und den Drüsen kannst du genauso danken wie den Organ. Ich liebe dich, meine Hypophyse. Danke dir, dass du das Tor, Himmel und Erde verbindende Tor bist. Über die Hypophyse schreibe ich im Übrigen im zweiten Kapitel, der Mond als Toreingeber des Menschen. Das war ja seit schon für die alten Weisen schon das Mondtor, weil die Hypophyse, wenn sie gesund ist, allerdings, wenn du Fluor zu dir nimmst oder zum Beispiel auch durch Impfung und diese Dinge, wird die Hypophyse versteinert und dann ist sie nicht mehr offen, dann kannst du auch nicht hell sehen. Die Hypophyse, die muss ganz durchlässig sein. Und durch Meditation vor allem, auch hier ist das Bewusstsein noch entscheidender, wenn jetzt die Leute sagen, ach Gott, ich habe jetzt aber immer die Zahnpasta genommen. Dein Bewusstsein ist wichtiger als deine Zahnpasta. Dann kannst du jetzt aufhören, das zu nutzen und Fluorzahnpasta zum Beispiel jetzt aufhören zu nutzen und ab jetzt drauf achten, aber durch dein Bewusstsein die Hypophyse öffnen. Und auch durch das Seelentor der Jungfrau, das ist ja die Hypophyse. Und die Hypophyse, die zieht sich mit dem Mond mit dem Zunehmen und Zusammenziehen zusammen und ist so wie der Mond zwischen Himmel und Erde vermittelt, so ist die Hypophyse ja, das zwischen den, also die Gehirnschranke vermittelnde Prinzip im Körper ist, also von dort aus wird dein gesamtes Drüsensystem überwacht. Das bedeutet, wenn du deine Hypophyse in Liebe aktivierst, das mache ich beim Lebensstromström. Ich habe hier darüber im Übrigen geschrieben, über die Hypophyse im zweiten Kapitel, da könnt ihr das lesen. Und den Mondgott Tod und so weiter. Die Hypophyse beim Lebensstrom, wenn du bei dem ersten Schritt, also die Hypophyse, ich bleibe als 20 Minuten auf dem ersten Schritt vom Lebensstrom. Wo habe ich denn den Lebensstrom beschrieben? Jetzt kann man ins Inhaltsverzeichnis gehen. Da habe ich jeden Schritt vom Lebensstrom auch nochmal beschrieben. Hier, 166. Und wenn die Hypophyse, wenn du deine Hypophyse sozusagen in Liebe aktivierst und dann auch die Epiphyse liebst, die Schilddrüse, die Thymusdrüse, die Bauchspeicheldrüse, Sonnengeflecht, die Nebennieren und die Geschlechtskeimdrüsen, wenn die in Liebe erstrahlen und die Drüsen sind ja über dem Körper, über den Organen, dann aktivierst du durch die Drüsen dein gesamtes Körpersystem und natürlich auch dein Hormonsystem. Was aber nicht bedeutet, dass du unbedingt deine Periode haben musst, weil wie gesagt, du kannst es auch für geistige Zwecke nutzen, so wie ich, schon mit Mitte 20, immer. Wo habe ich jetzt den? 166, hier genau, das ist also das Kapitel, wo ich den Lebensstrom beschreibe, das Strömen des Lebensstroms meiner persönlichen Quelle und die einzelnen Schritte hier beschreibe. Jeder Schritt, wie der im Einzelnen wirkt und natürlich wirkt er aber auch als Ganzes. Und der Kurzgriff für den Lebensstrom ist ganz einfach die Handinnenfläche. All das hast du auch in der App Luna Gin Mondo Gesundheit. Und wie gesagt, ich empfehle, dass die Lichtmeditation beim Lebensstrom strömt. Ja, das war's für heute. Ich bin sehr dankbar über Spenden, gerade in der jetzigen Zeit, weil ich durch den Stress, den ich am Anfang auch teilweise gesagt habe, womit der zusammenhängt, im Moment keine Beratung gebe, weil ich Beratung nur gebe, wenn ich wirklich ganz frei bin im Kopf. Deswegen bin ich besonders dankbar. Ich habe unten den Spenden-Button angehängt, weil irgendwo muss es halt dann doch reinkommen. Ja. Und genau, ich bin weiterhin aber dennoch, wie ihr seht, für euch da. Nur wenn ich dann Einzelberatung gebe, dann geht mir das selber sehr nahe. Und das ist dann einfach zu viel. Während so bringe ich es halt allen und jeder hat was davon und beantworte auch alle Fragen in der Gruppe ja immer in Liebe. Und ja, ich danke euch von Herzen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.